Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Jetzt dachte ich mir gerade, was macht ihr da? Was macht ihr da? So, wir schauen mal, wir haben es mittags. Gute Zeit, meine Lieben. Dann würde ich mal sagen, bevor wir da weiterbauen, wir bewegen uns mal kurz Richtung Wüste. So, das können wir alles ablöschen. Hab ich das vergessen in der vorigen Folge? Sowas aber auch. So, mitnehmen auch gut. So, dann haben wir mal hier und mal hier. So, Richtung Wüste würde ich gerne heute aufbrechen. Aber, so. Aber zuerst noch ein bisschen blaues Zeug haben wir hier. Zuerst noch ein bisschen hier rumtun und ich glaube, wir bekommen heute die Pumpe fertig. Das wäre schön. Haben uns eh lang genug ablenken lassen. So. Haben wir auch noch ein bisschen. Oh, zwei Glas. Ein bisschen Blei. Und von ihm hier, wobei, nehmen wir mal 10. Aber wir haben so viel Plastik gar nicht, oder? Schauen wir mal, wie viel Plastik wir haben. Oh doch, 10. So, na dann. 10 davon. Und 10 davon. So, gleich mal 10 Elektrik. Fertigen. So, 1, 2, 3. Wunderbar. Die Bastelei. Sie ist vorbei. So, dann nehmen wir aber hier auch gleich ein bisschen Essen. So. Schauen wir mal rüber. Wir müssen es natürlich verkabeln auch noch, aber... So, wir müssen es verkabeln. Das Ding kostet, wie viel Strom kostet das? Ja, 150. Okay, wir schauen mal. Nö, wir räumen das weg. Dachte mir gerade, es schadet nicht, wenn wir ein bisschen mehr Batteriezeug errichten, aber... Bevor wir mehr Batteriezeug errichten. Okay, jetzt im Moment haben wir genug Überschussstrom. Aber es läuft hier auch nichts. Dennoch, wir werden es verbinden. Ups, wir werden es verbinden. Wir brauchen zum Strom das da. 4 Eisen, 2 Kupfer, 2 Kobalt. So. 2 Kupfer und 2 Kobalt. Sehr gut. Dann brauchen wir platzierbar Strom. Das haben wir jetzt. Das da. 2 Eisen, 2 Kupfer, 2 Kobalt. 2 Eisen, 2 Kupfer, 2 Kobalt und 1400 Schrauben. Die machen wir uns aber gleich. Das muss reichen. Das legen wir da her, die Schrauben legen wir da her. Wunderbar, wir nehmen uns aber Gabel. Jawohl. Dann nehmen wir uns den Verwässerungshammer. Wunderbar. Und dann bin ich am Überlegen. Und zwar, nö, wir machen das da mal an die Wand hier. So, platzierbar Strom. Stromkasten. So, einfach hier mittig an die Wand. Hier so. Ja, ich glaube, das ist gut. So, dann brauchen wir
Strom, wir nehmen den. Den ziehen wir da so richtig unten hin. Aber mittig. So, wir nehmen den von hier nach hier. Von hier nach hier. Ups. Sorry. So. Gefällt mir das mit dem Kabel? Ne. Was ist, wenn wir es da hier bauen? Ist besser. Da gefällt mir hier die... Wenn wir das da drüber setzen. Gefällt mir schon viel besser. So, diesen Verteilkasten... Verteilleerkasten nennen wir aber Ölpumpe. Wunderbar. Und das Teil könnten wir jetzt auch einschalten. Ach komm, wir machen das. So. Wir schnappen uns jetzt die Verwässerungskiste. Die ist ja voll. Ja, okay, zuerst mal die Kabel weg. Bam. Dann die Schrauben weg. Jetzt auf zur Verwässerungskiste. So, und jetzt schauen wir, was wir alles noch verwässern müssen. Ja. Hallo Mike. Oh, da muss ja auch noch so viel verwässert werden. Ach ja. Und schon fertig. Super. Okay, aber wir haben die Ölpumpe. So. Da fehlen auch noch ein paar Spitzen. Die werden wir dann sukzessive auch nachbauen. Also das. So. Jawohl, da machen wir mal zu. Ah, meine Lieben, verzeiht. Ich muss ganz kurz einen Schnitt hier setzen. So, da bin ich wieder. Verzeiht die Pause. Ich hoffe, ich kann das rausschneiden. So, ein bisschen was trinken. Super. So, dann haben wir drüben bei unserem Elektrohäuschen ein wenig nachgebaut, aufgebaut. So, machen wir den hier und den. So, und jetzt schauen wir da mal rein. Wahnsinn, oder? Ui. So. Bis 75. Super. So, dann machen wir mal den und den. Der ist leer, der ist leer. Wunderbar. Ach, bitte sehr. So, läuft der überhaupt? Jawohl, der läuft. So, dann nehmen wir hier alle raus. Werfen die oben auch rein. Bin ich natürlich gespannt, inwieweit unser Stromnetz gleich überlastet ist. Ja. Yeah. So, schauen wir mal. Ja, minus 53, super. Und das beim helllichten Tag. 2 am Nachmittag. Fein. Kommt ein Schneesturm? Nö. Doch. Nö. Geht so. So. Das heißt, wir müssen uns um mehr Stromproduktion kümmern. Wir haben jetzt eine ganze Menge an Alu. Ich nehme mal mit. Und wir pfropfen das da oben rein. So. Hallo Mike. Schauen wir mal.
Wollen wir natürlich viel mehr. Okay, vielleicht sollte man Kisten tragen. So viel Alu haben wir auch wieder nicht. Ich schnapp das alles. So, den nächsten Run machen wir einen Blei-Run. Alles wieder fest. Fest durch. So, Kobalt und Blei. Und da vorne noch ein bisschen Eisen. Kobalt und Blei. Dann machen wir sowas noch. Kobalt und Blei am besten. Wir schnappen uns das ganze Kobalt. Alle drei. So, und nehmen hier vom Blei das mit und hier noch ein bisschen Eisen. Weil, warum auch nicht. So, und dann könnte man zum Beispiel das Wasser abdrehen oder so. Schauen wir mal. Okay, minus 22, das ist natürlich leicht. Ölsauger könnte man abdrehen, aber die brauchen wir ja auch. Mischmaschine, Wasserhaus. Ah, schauen wir mal. Und einer noch. Ja, dreht sich auch nur ganz langsam, ja. Ist halt so gut. Verfügbarer Strom minus 3. Wir könnten das Wasserhaus abdrehen. Mischmaschine hat keinen Einfluss, weil wir im Moment nichts da haben. Steinmühlen, ja, die brauchen. Ölsauger sind halt teuer in der Produktion. Aber produzieren halt auch Öl. Moment. So, zuerst mal er, zuerst mal da, dann Wasser aus. Okay, da ist bald alles fertig. Ah, schön langsam verdirbt was. Das ist gut. Sehr gut. Oh, minus 10. So, wir füllen bei den Ölsaugern nach. Das sind 6 Stück. Wir brauchen, ja, halbieren. So, und das zurück. So. 6 Stück. 6 Stück. Und er hier. Ja, wieder 14 Öl, das ist gut. Moment, da füllen wir gleich ein. Das ist Verschwendung. Naja. So, und hier auch gleich. So. So, dann haben wir die auch aufgefüllt. Da schauen wir auch, was rauskommt. So, da bräuchten wir auch Biomüll dann. Wir werden jetzt mal die reingeben. Später mal den Biomüll dazu. So. So, das gute Öl. Noch 6 Stück. Dann haben wir den. Herstellen. Oh ja, das ist schwer. Schön. So, wir haben 5. 5 Zementmischer. Ja, und wir brauchen noch mehr. Ihr habt recht. So, das hier. Und wunderbar.
Sehr schön. So, da ist ja nichts drin. Das passt so. Bedeutet, wir legen das in das Schneemobil. So, hier. 3, 4. Dann machen wir auch noch eine rein. Das reicht ja hier für einen Extraktor. Den stellen wir dann auch gleich in der Wüste auf. Wir nehmen die Kiste mit. Das wird ja wieder unsere Verwässerungskiste, wo wir die Fragments reingeben. So, vorerst platzieren. Ich meine, wir können es auch woanders platzieren. Da. Ja, eben leider nicht. Leider nicht. Wir können es da vor die Tür stellen. Die könnte man mitnehmen. Ja, aber ehrlich gesagt, das will ich nicht. So, wir haben das alles dabei. Da kommt mal rein das hier. Weil wegen Erz. Das kommt da rein. Dann haben wir hier ein bisschen Sand. So. Ist die Sandkiste fast wieder voll. Das ist toll. Räumen wir das ganz rein. Komm, wir räumen es ganz rein. So. Da hatten wir den und den und den. Super. So, hier gleich ein paar Fragments wieder rein. So. Und hier auch noch. Wunderbar. So, die Sandkiste ist voll. Die ist auch voll. Okay, dann füllen wir da ein bisschen rein. So, dass in der Kiste momentan ein bisschen verschwindet. So, dann machen wir hier. Ich habe so richtig Lust, mit euch den Ausflug machen zur Händlerin. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Heute großartig wegen der Pumpe. Das ist schon gut. So, hier haben wir Ziegel. 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 Wunderbar. So. Den Rest da auch reinlegen. Sehr schön. So, wir müssen das Jäckchen ablegen, glaube ich. So, Cargohose, Kühlshirt. Wir machen den da. Schneehose passt so. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt machen wir auch noch eine Lage von Ziegeln her. So. Dann bereiten wir den Wagen vor, dass wir morgen in der Folge gleich zur Traderin fahren können. So, und die eine Kiste haben wir jetzt schon voll mit Ziegeln. Das wird gut. Jawohl. So, haben wir das? Haben wir das? Na. So, dann haben wir hier ein bisschen Eisen. Wir nehmen das hier und das hier. Haben hier ein bisschen Eisen. Wunderbar. Super. So. Da oben, was haben wir da drin? Sehr schön. Na, weiter geht's mit dem Sand. Na wunderbar. Na wunderbar. So, wir nehmen uns 3 Lehm. 1, 2, 3. Ein bisschen was davon räumen wir da rein.
Schauen wir mal, geht sich das hier... Naja, ein paar fein zu Boden. Das soll wohl so sein. So. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eine würde fehlen hier. Wunderbar. Dann nehmen wir uns gleich drei neue. Oh, haben wir gar nicht mehr. Okay. So, da haben wir ihn mit ihm. Das sind 20. Die legen wir hier auf. Oh, oh mein Gott. Ja, ja, ich komme hier gleich. So. Noch mehr. Sehr schön. Was das? Ich hoffe. Oh, will mich die immer erschrecken. Böse Jungs. So. So, die Schräubchen kommen daher. So, und bei den beiden einfach nur ausräumen. Und wir schauen dann nochmal in die Höhle, was wir an Normalressourcen da haben. Wunderbar. Wunderbar. Oh ja, da tut sich was. Nö, später. So. So, schnell zumachen, die Höhle, und da rein die Steinchen. Da haben wir das liegen. Das gleich durch, das ist sehr gut. Da haben wir hier noch zusätzlich einmal Eisen. Wunderbar. Gleich die nächste Reihe reinwerfen. So, da kommt das Glas. Da können wir dann oben auch schon Fenster produzieren. Da freue ich mich auch schon. So, bam. Das dann auch bald durch, das auch bald durch. So, was haben wir in den Kisten drin? Mischt. Super. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir bauen drinnen noch einen oder zwei Extrakteure. So. Ne. Meischler haben wir nicht genug. Aber gleich. Oh, sorry. So. Wasser. Wasser, alle raus, alle raus. So, Kupfer war ein bisschen dabei. Dann haben wir Alu, blaues Zeug. So, das war's. Wir machen mal. Super. Das legen wir dann nach unten. So, wir nehmen hier mal alle raus. Mehr Wasser auch wir zum Trinken. Wunderbar. So.
So, machen wir uns ja gleich einen zweiten. Gleich einen zweiten. So, alles drin. So, die werfen wir da rein. Die sind durch. Löschen. Mitnehmen. Davon ein bisschen was. Davon ein bisschen was. So, blaues Zeug haben wir da. Haben wir noch was? Eisen, ganz normales Eisen, super. So, die 18 nehmen wir gleich mit und 8 Brettchen, weil dann können wir gleich noch einen Extraktor aufstellen. Super. Und Extraktor. Wunderbar. So, und weil wir gerade da sind, holen wir uns das. Schaden kann es ja auch nicht. Uah! Ja, genau. Jetzt habe ich mir noch gedacht, ein bisschen Abstand zwischen uns und den Skorpion bringen, aber ja, dir sah das anders. So, ja, dann würde ich sagen, da packen wir mal das Blei rein. Wunderbar. Trockene Ziegel. Nehmen wir die gleich mit. Die Kiste ist ja voll. Die Kiste nehmen wir mit rauf. Ach, jetzt läuft's, meine Lieben. Jetzt läuft's. So, ich öffne mal die Kiste. Wir nehmen uns den hier. Nein! Oh, ich dachte, wir haben den Hammer. Ach ja. So, wir brauchen den Hammer. Da, 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 da. Bogen hat auch schon bessere Zeiten gesehen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Nö. So, dann machen wir mal das. Rausnehmen. So. Das Hämmerchen. Die Wand. Die Ziegel. Das da. Und jetzt rein. Haben wir noch? Klar haben wir noch. Aber was da an Menge an Ziegel drauf geht, oder? Wahnsinn. Ja, gehört, aber auch gemacht. Muss sein. Muss sein. So. Oh, haben wir keine mehr? Okay. So, wir legen die 6 einzelnen Ziegel da rein. So, die brauchen wir nicht. Was haben wir denn dafür? Na, da werfen wir eine Kohle nach. Da werfen wir eine. Wir haben ja die Jahreszeiten länger gestellt auf Wunsch der Community. Community! So. Und deswegen ist es nicht schlecht, wenn die Kohle hier noch länger drinnen ist und Feuer macht. So. Runter mit uns. Nächste Folge machen wir einen Ausflug zur Traderin. So, trockene Ziegel, trockene Ziegel. Ich hätte den einen Fuß gerne mit Ziegeln voll gemacht. Ja, vielleicht, wenn man das hier ablegt und das hier ablegt. So. So, wir haben Fensterchen, gerade Wand und Ziegel. Und richtige Fenster müssen wir natürlich auch noch einbauen. Natürlich. So.
Aber da haben wir noch Tür. Nein. Gerade Wand. Siegel. Diese Farbe. Bam. Super. Dieser ist fertig. Haben wir noch? Nö. So. Restlichen Ziegel da wieder in die Kiste. Oh wei, jetzt wären es 8 Stück, aber die lassen wir vorerst mal. So, dann. So, alles hier mitnehmen. Wunderbar. Sehr gut, Mike. Nö, zuerst den da drüben. Der hat jetzt so schöne neue Farben bekommen. Also Farben ist gut. So. Und während der Mike da so wild die Sachen bringt, war es schon kalt wieder? Okay, wir bauen das Jäckchen. Och, schade. Naja. Wo haben wir das hingelegt? Ah, ich weiß schon wieder. Das Jäckchen. So, das haben wir da. Das Jäckchen kommt daher. Aber wir müssen das Schild bald erneuern. Den Schild. So. Passt so. Dann mal die nächsten Stämme. So. Und rauf mit uns. So, den machen wir heute noch fertig, oder? Den Fuß. So, außerdem würde ich gerne schauen, wie das jetzt mit dem Strom ist. Immerhin ist Nacht. Das könnte man gleich machen, oder? 10 Uhr abends, wir schauen mal. Wir schauen nochmal. Einfach nur schauen. So, wie ist das mit Strom? Minus 400, super. Damit werden wir die ganze Nacht nicht überstehen. 700 Ausgangsstrom. Strom. Steinmühlen. Ja, wir können jetzt abdrehen. Und wenn wir ganz kurz das Wasserhäuschen aufdrehen. So. Mischmaschinen laufen sowieso nicht. Das ist okay. Ölsauger, die müssen laufen, also müssen, aber damit kommen wir jetzt die Nacht über aus. Ja, das geht leider nicht. Leider, leider. So, den würde ich heute gerne fertig bauen. Sehr gut. Wie komme ich daran? Moment.
Von drüben komme ich ja auch nicht gut hin. Da müsste ich auf die andere Seite, da falle ich doch runter. Das ist nicht gut. Bam. Von dieser Stiege, schauen wir mal. Ich glaube, da kann man sich so mit dem Wagen so behelfsmäßig, genau. Ah, nur vorsichtig sein, dass mein Wagen jetzt nicht wegträgt. Und schon denke ich an die Schiene, die wir sicherheitshalber dabei haben sollten. So, und so können wir vielleicht auch uns so rüber handeln. Na bitte, na bitte. Super. So, die nächsten Hölzer. Dass wir das auch noch hinbekommen. Oh, meine Lieben, wir nähern uns schon wieder dem Ende der Folge. Dieses Bauprojekt. Wahnsinn, oder? Das ist schon heftig. So. Wir gehen darauf. Wir machen den. Wir gehen darauf. Wir machen den. So, dann holen wir uns gleich nochmal. Haben wir zumindest beide Füße heute gemacht. Morgen machen wir trotzdem einen Ausflug. Oder? Morgen? Na, oder erst am Wochenende. Und bis dahin bauen wir hier noch ein bisschen. Muss nur der Mike etwas schneller werden mit dem Holzbau. Holzbau. Haben wir genug Bretter? Naja, reichen wird es nicht. Da stehen wir hierher. Ja, gleich sind wir es mit dem Teil. Schön. Und jeder Teil ist von uns gemeinsam gebaut. Das ist doch super. Ich finde das so schön. So, kommen wir von hier darüber? Nö. Aber wir kommen von hier darauf. Genau. Ja, das zahlt sich aber jetzt nicht mehr aus. Vor allem würde ich die da reinlegen. So. Und jetzt mal umlagern hierher. So, schnell das noch anfüllen. Hier noch ein bisschen. So. Und bei denen machen wir das auch. So, damit wir gleich die nächsten Bretter hier dann fertigen können. Super. Sehr schön. So, den Wagen lassen wir da. Da packt man die zwei rein. Sehr cool. Jetzt können wir richtig loslegen auch mit der, hallo Mike, Zementproduktion. Super. Jawohl. So, wir haben ihn. Alle. Wir packen das da rein. Da haben wir 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Lass mal gleich laufen. In der Hoffnung, in Strom wird sich alles ausgehen. Passt so. So. Ja, lang mischen die ja nicht. So.
Meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Dieses Gerät hier ist ein Game Changer. Läuft. So, wir sehen uns wieder morgen. 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.